Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. Der Geist der Finsternis offenbart. Ich habe Angst, in diesen Part reinzugehen, weil ich Angst habe vor der zweiten ägyptischen Götterkarte. Ich weiß aber nicht, wo die dritte ist. Das weiß ich überhaupt nicht. Jetzt war es Zeit für das Battle-Turnier City-Finale. Hey, schau mal, Joey, Yui und Mai. Super, wir haben alle sechs Locator-Karten. Gaba, Joey, Yui und Mai waren die ersten vier Duellanten, die die Finale erreichten. Die fünfte Finalist kam bald. Es war Mai mit dem falschen Namen Namu. Er freute sich Thea und Anjo an. Während das Turnier sein Plan ging auf. Was ist denn das für ein Deutsch? Yui, lerne unsere Freundin Namu kennen. Ich habe von dir gehört, Yui. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Jeder Freund von Joey und Thea ist ein Kumpel von mir. Ich bin so glücklich, von einer eingeladenen Menge umgeben zu sein. Ich hoffe nur, jeder, den ich heute Abend kennenlerne, ist so freundlich wie ihr Leute. Hey, was ist Bakoda? Was macht er hier? Was machst du mit deinem Doodle-Disc? Wie könnte ich sonst die sechs Locator-Karten gewinnen und im Finale kommen? Wiederhol das eine Sekunde. Wann bist du das Turnier beigetreten? Beigetreten? Wie hast du das die ganze Zeit, den ganzen Weg zum Finale geschafft? Der siebte Finalist kam gerade rechtzeitig für Bakura, um das Thema zu wechseln. Ey, schau mal, da ist der siebte Finalist. Der Kerl kommt mir bekannt vor. Na, das ist eine Visage, die man nicht vergisst. Dein Name, ich bin Mike. Mikes Handlanger Odion übernahm Mikes Namen, um Mikes wahre Identität zu verbergen. Es war ein Teil von Mikes Plan. Ich werde deinen Gedanken kontrollieren, hintern und treten. Du bist kein Problem für mich, Dummkopf. Der einzige Grund, warum ich nicht jetzt aus einem Umhang schmeiße, ist, dass ich mir meine Energie spare, um dich im Finale fertig zu machen. Verstanden, Kumpel? Ich glaube, ich habe ihm Angst gemacht, Yui. Nun, die sieben der acht Finalisten waren, gab Kaiba bekannt, dass obwohl die Locator-Karten sie zu dieser Stelle führten, es nicht der Ort von Battle City's Finale war. In diesem Moment kam Kaibas Luftschiff. Sobald sie an Bord waren, war es Zeit für die ersten Duelle zwischen Yui und Bakura. Yui wusste, dass etwas nicht richtig ist mit Bakura. Ich weiß, es ist nicht Bakura, es ist der böse Geist des Millenniumsrings. Und ich wette, er ist immer noch nach den sieben Millenniumsgegenständen. Das Duell wird härter, als jeder denkt. Ich muss es gewinnen, das Schicksal der Welt hängt davon ab. Bist du bereit, alles zu verlieren? Warum die ganze Aufregung? Was ist um Bakrudas Hals? Namu, es ist irgendwas schwer zu erklären. Aber es ist nicht wirklich Bakura. Weißt du, Yugi und Bakura haben sich diese acht alten Objekte, diese magischen Kräfte haben. Yugis Gegenstand ist gut, aber Bakuras Gegenstand ist schlecht. Denn ein böser Geist lebt in seinen. Also willst du mir sagen, dass ein böser Geist, der sich gegen Yui duelliert, das ist schwer zu glauben. Das Team hatte keine Ahnung, dass Namu eigentlich Mike war und dass der böse Geist von Bakura besaß, für ihn arbeitete. Nun, da die Einführung vorbei ist und erledigt sind, warum beginnen wir nicht das Duell? Alter, was ist denn das für ein Deutsch gewesen, was ich gerade hier vorgelesen habe? Das war ja schrecklich. Ach du Scheimkleister, was hab ich denn hier nur für Karten? Der kann gleich zwei nachziehen. Dann werden wir uns mal den hier setzen. Dann beenden wir uns einen Zug. Also ihr habt ja auch gerade gemerkt, was das für ein Deutsch ist, was ich vorgelesen habe. Das war ja nicht alles, was... Also, ja, es war ja nicht so, dass ich jetzt hier die Scheiße so vorgelesen habe, sondern es war allgemein Scheiße, was vorgelesen worden ist.
Und jetzt kriege ich gerade mit, was der Effekt eigentlich von der Sache ist. Oh, ich bräuchte Grübusch. So, wir gehen wieder hier in Verteidigungspositionen. Können uns diesen setzen und dann war es das auch für diese Runde. Wir haben vorhin keine Fusionsgraden mehr, das ist schade. Wir werden einfach mal sie beschwören, einen Tribut nehmen, ihn hier und ihn dann angreifen. Ich hoffe, es klappt. An sich müsste es ja ordentlich klappen. Er wird auch keine Karte jetzt direkt haben zum Kontern, hoffe ich mal. Vor allem schießt er aus ihrer Brust, das fällt mir gerade so aus. Auf. Die schießt auch aus ihrer Brust. So, da haben wir mal ein kleines bisschen Schaden genommen. Ich hoffe, wir haben jetzt... was ist denn das? Dein Ernst? Das war's. Wir klauen in das Herz der Karten. Ja, ist schon gut. Ist schon okay. Der fängt schon wieder so an. Der kann nicht mal mit seinem Trick. Wo haben wir den Slifer her? Wir haben Slifer? Wir haben Gottverdammt! Ja. Okay, ich habe es kapiert. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wir setzen natürlich diese Karte und beenden natürlich unseren Zug. Wir haben einfach mal Slifer. Bekommt ein Slifer auf? Wir haben doch überhaupt noch nicht Slifer bekommen. Das kapiere ich gerade überhaupt nicht. Oh, Schickschaff. Oh. Das ist ja hier mit diesem Finale, oder? Geisternachrichten, nehmen wir mal, was waren hier gewesen? Ja. Okay, Wiedergeburt, die lassen wir mal am besten mal. Er hat ja auch noch nicht so großartig was. Da könnten wir... Wir schwören Kuribo mal und setzen den Effekt hier ein, können Kuribu eintauschen und kriegen Kuribu Spielmarken, 3 Stück. So, und jetzt bin ich mein Zug. So, wir setzen diese Karte hier. Ja, und jetzt kommt nur noch ein Buchstabe. Oder auch nicht. Mich würde jetzt mal interessieren, kann ich ihn... Wir legen ihn mal in Angriffsmodus. Ich hoffe mal, er greift dann mal an. Und wir beenden unseren Zug. So, wir lassen ihn mal hier meine Karten zerstören. Wir aktivieren elegante Wohltäterin. Legen diese 2 Karten weg. Holen uns Seelentausch. Können uns eine seiner Karten uns auswählen. Natürlich, das Stärkste. Haben wir jetzt nie die Kontrolle von dem... Nein! Ich musste noch eine... Hä? Nee. Hä? Das Monster muss doch eigentlich zu mir kommen, oder? Wir legen diese Karte. Ich hoffe mal, es geht jetzt alles klar. Wir beschwören, müssen 3 Monster als Tribut einsetzen. 1, 2, 3. Und sag Hallo zu meinem Freund Schleifer Himmelsdrache. Und wir beenden natürlich unseren Zug. Das war sowas von klar, dass er jetzt alle in Verteidigungsmodus setzt. Es war sowas von klar. Ich nehme Wiedergeburt. Dadurch hat er eine Karte weniger. Ist mir jetzt aber auch gerade egal. Wir holen uns das dunkle Magiermädchen wieder. Angriffsmodus. Und greifen mal an. Okay, die Karte kann zurück auf sein Deck kommen. Das ist mir jetzt aber auch... Nein! Was passiert hier? Ach, er hat... Oh. Er hat nur ausgewählt, dass sie angreift. Oh. Oh, Scheiße. Scheiße! Und da war mal so extrem geil drinnen gewesen. Oh. Ich fange gleich an zu weinen, das sage ich euch. Naja, wir haben keine perfekten Zauberkarten. Oder keine perfekten Karten allgemein. Aber wir setzen diese beiden Karten hier verdeckt. Na klar, nicht an Angriffsmodus oder sonst was. Sind ja Zauberkarten. Wir beenden uns den Zug. Ich möchte die Karte noch nicht aktivieren. Weil ich hoffe mal, dass irgendwann mal was anderes kommt.
sodass ich ihn mal angreifen kann. Wir können eine Karte von seinem Deck, also von Karten so zerstören. Ist gut so. Nein! Wir aktivieren magischen Zylinder. Und sein Tausender Monster lass mal so angreifen. Weil Spiegelkraft ist mir zu wertvoll. Also ich bin verloren. Ich kann nichts machen. Müsste seine Zauberkarten zerstören. Aber das kann ich nicht. Ah doch, ich könnte eigentlich. Naja, dann wird es annulliert. Und was passiert dann? Ja doch, müsste ich eigentlich mal machen. Muss ich jetzt machen. Ich habe verloren. Aber was ist denn das für ein Match hier mit dem? Ist doch gar nicht auszuhalten. Ja, ich setze den faszinierenden Kreis und beende meinen Zug. Hehehe. Geile Karte. Ja, komm. Faszinierender Kreis. Nee. Nein. Aktiviere ich nicht. Nein. Nein. Alter, das kotzt doch rein an. Ja, komm, aktivieren. Och, kotzt mich doch an diese Karte. Also ich bin gerade so extrem schlecht gelaunt. Nein. Was hätte ich noch hinzufügen können? Nichts. Eine gute Hoffnung in dem ganzen Spiel beenden. Ha, ich habe verloren. Oder auch nicht. Ach so, wegen faszinierenden Kreis. Oh, Lichtschwerter aktivieren. Ich kann das nur noch hinauszögern. Das gibt's doch nicht. Wir können einen dunklen Magier beschwören. Wenn ich einen offen habe. Naja, toll. Habe ich aber nicht. Los, Gazelle, König, mystisch. Greif an. Ach, das gibt's nicht. Ey, das kotzt mich an. Ich habe jetzt verloren. Ich habe verloren. Beenden. Ach nee, ich habe ja noch die magischen. Die Schwerter habe ich ja noch da. Tal der Toten. Was macht das? Oh. Wow, ich kann was aktivieren. Ich bin stolz auf mich. Alle Unterwäldler werden zerstört. Gibt nur noch eine Karte, die offen ist. Das können wir dunkles Magiermädchen beschwören. Ein Tribut, ja. Jetzt können wir die Karte aktivieren. Wir können dunkle Magier oder beschwören. In Angriffsposition natürlich. Und wir greifen ihn an. Ich habe eigentlich schon das ganze Match aufgegeben gehabt. Jetzt habe ich noch einen kleinen Funken Hoffnung. Weil er hat immer noch eine verdeckte Karte und die kriegt er jetzt nämlich nicht weg. Ich habe verloren. Nein. Hä? Ach du Scheiße. Jo, als ob, was war denn das jetzt nochmal für ein Match? Ey, da hatte ich noch mal Hoffnung gehabt. Leute, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit dem ganzen Part. Also mehr Hoff. Ich habe gerade keine Lust mehr. Ey. Das sind die 1, 2, 3, 4, 5, 6 letzten Kämpfe. Die fucking 6 letzten Kämpfe hier. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Keine fucking Lust mehr. Und ich würde auch sagen, wenn euch das ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen oben. Wenn nicht, einen Daumen unten. Schreibt in den Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.